Herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast sagt über sich, die Natur hat mir keinen guten Ballettkörper gegeben. Es war unendlich schwere Arbeit, diesen Körper zu verwandeln. Die Arbeit hat sich gelohnt. Herzlich willkommen, Polina Semjonova. Schön, dass Sie da sind. Technische Perfektion, Anmut, Eleganz und hohe Musikalität. So loben Kritiker die erste Solotänzerin des Berliner Staatsballetts. Längst ist sie international umworbener Star der Ballettwelt von Tokio bis New York. Mit Polina Semjonova spreche ich über Ballett, Berlin und Blasen an den Füßen, über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Schöner Schwan. Polina Semjonova ist Absolventin der weltberühmten Bolschoi-Akademie in Moskau. Heute tanzt sie als Solistin auf den großen Bühnen der Welt. Spannende Stadt. Schon in den 20er Jahren war Berlin Heimat vieler Exilrussen. Heute leben wieder über 100.000 russische Landsleute in der deutschen Hauptstadt. Und spektakuläre Sprünge. Fallschirmspringer lieben den kontrollierten Nervenkitzel. Auch unser Studiogast wagte den Absprung. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Und bei uns Polina Semjonova. Haben Sie heute schon trainiert? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nein. Wie viele Stunden trainieren Sie so am Tag? Von 10, 10.30 Uhr bis 18 Uhr. So. Durchgehend? Ja. Eine halbe Stunde Pause. Ach doch, dann doch eine ganze halbe Stunde. Was essen, schnell. Ja. Macht Ihnen das immer noch Spaß? Ja, natürlich. Das macht Spaß. Ja, wann es die schöne Stück gibt, welche wir trainieren, dann ja, macht das viel Spaß. Die Sprache am Ballett hier in Berlin ist eigentlich Englisch. Ja, weil wir haben so viele Tänzer von verschiedenen Ländern und ich denke, es sind 16 Länder oder 18. So. Und der Englisch ist einfacher. Sie wollten aber dieses Interview unbedingt auf Deutsch führen. Warum? Sie sind ehrgeizig, oder? Sie wollen es schaffen. Ja. Ja. Ist das so einer Ihrer Charakterzüge? Ja. Ehrgeiz, Disziplin? Ja. Leiden Sie da manchmal drunter? Ich denke, für die Karriere ist gut. Ja, es muss so sein. Ist besser. Und Sie zweifeln da nie dran und sagen, ach, heute würde ich jetzt aber gern mal einen großen, dicken Hamburger essen und nicht zum Training gehen. Ich esse jeden, kann essen jeden Tag einen großen, dicken Hamburger. Ist das so? Das ist beneidenswert. Sie haben gesagt, ich hatte eigentlich keinen Ballettkörper. Es hat mich ganz viel Kraft und Energie gekostet, diesen Körper umzubauen. Waren Sie früher klein und dick? Es könnte besser sein, so würde ich sagen. Weil in Russland so große Konkurrenz war in der Schule. Und gibt es Mädchen mit viel besseren Körper. So. Und aber was genau war jetzt Ihr Problem? Also Sie sehen jetzt für Ballett ist besser, so X-Beine und so. ja, wir sagen so, es ja, ist vielleicht klar. Lustig. Aber ja, und ich hatte normal Beine. Aber mit Arbeit, es kommt alles. Das heißt aber, mit viel Arbeit kann das jeder schaffen? Glauben Sie daran? Ich denke, es muss ein bisschen von alles haben. Ja? Mhm. Und ein bisschen Sprung und Drängen und auch Schönheit muss sein und Linie, nicht zu groß, nicht zu klein. Und man hast dann alles von ein bisschen von alles, dann kannst du schaffen. Und Ausstrahlung ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das Wichtigste, so. Ja. Das kriegen Sie schon ganz gut hin. Ja, danke. Haben Sie den Oscar-prämierten Film Black Swan gesehen? Noch nicht. Noch leider. Nicht? Nein. Schauen alle Sie sich fragen den? Mich, aber noch nicht. Wollen Sie da nicht rein? Interessiert Sie das nicht? Es war ein bisschen so, wenn ich komme zu Hause, ich möchte was anderes gucken, aber ich auch noch Ballett. Ja. Aber ich möchte gerne sehen und ich liebe Natalie Portman. Und die hat den Oscar ja auch bekommen für die Hauptrolle. Ja. In dem Film wird Ballett als ein ganz schön brutales Geschäft dargestellt. Ja, ich denke, es ist ein bisschen zu brutal. Ist nicht typisch
vielleicht manche Leute denken, oh, das ist typisch für Balletttänzer. Nein, ist nicht so schlimm. Weinen Sie häufig, weil Sie verzweifelt sind, weil was nicht klappt? Ja, natürlich. Das passiert ja schon. Ja. Und wie ist Herr Malakow? Der treibt Sie dann immer an und nein, sagt... Er ist ein guter Direktor. Aber wie ist das dann in so einer Gruppe? In dem Film sehen wir auch, es ist viel Neid und Missgunst und Bösartigkeit. Ich meine, Sie sind jetzt die Nummer eins und die anderen wollen natürlich auch die Nummer eins sein. Spüren Sie das? Ich denke, es kann passieren, aber wir haben sehr freundliche Kompanie. Das klingt bei uns alles ist nicht ein bisschen so, zu romantisch. Es ist nicht so extrem, ja. Aber ich denke, in Russland ist, kann so sein. Sie wurden ja abgeworben vom Bolschoi-Ensemble. Was haben Ihre Kollegen in Russland gesagt? Haben die gesagt, toll, Polina, du hast es geschafft? Oder haben die gesagt, Russland musst, ja, du musst in Bolschoi bleiben und was machst du? Und die Bolschoi ist besser. Und ich hatte 8 Jahre für die Bolschoi präpariert und jetzt du verlasse die Russland und sowas. Ist wie im Fußball, nicht? Also da ja wird dann einer aufgebaut und dann irgendwann ja geht er zu den Bayern. Aber dann, nach dem halben Jahr, ich habe zurückgekommen, meine Lehrerin treffen. Sie war schon im Krankenhaus und sie hat mich gesagt, dass du warst recht. Also sie hat sie bestätigt? Ja. Das war für sie wahrscheinlich auch eine Erleichterung, oder? Ja, ja. Wie ist das? Ihr Leben liest sich wie so ein Märchen. Kleines Mädchen lernt Eiskunstlaufen, geht zum Ballett und auf einmal dann die prima Ballerina. War das so märchenhaft? Kommt Ihnen das so vor? Nein, es war nicht von einem Himmel auf mich einfach so fallen. Nein, ich habe für alles gearbeitet. Wie waren Ihre Eltern? Haben die Sie angetrieben? Ja. Oder kam es nur aus Ihnen heraus? Beide. Natürlich nicht, nur nicht allein, dann schaffe ich nicht. So natürlich ist Mama und immer hat mich jeden Tag gefragt, was Neues in der Schule und was ich habe gut gemacht, was war nicht so gut, was war schlecht und was Lehrerin sagt. Und so, sie war jeden Tag mit mir und so. Also sie war nicht alleine? Nein, nein. Ja. Haben Sie Herbert Grönemeyer kennengelernt? Ja. Und ja, wie ist der? Er ist ein unglaublich Mensch. Natürlich ist ein großer Talent, aber die Persönlichkeit ist unglaublich. Und das ist nicht sehr oft, ich denke. Aber das ist sehr wichtig. Was haben Ihre Kollegen gesagt, dass Sie auf einmal in so einem Popvideo auftreten? Darf man das als Balletttänzer? Ja, natürlich. Das war okay, ja, oder? Ja. Prima. Er war sehr freundlich für mich, ja. Alle so sagen, oh, weißt du, wer ist Grönemeyer? So, und, ja, natürlich. Haben Sie immer noch Kontakt? Manchmal, er kommt für Vorstellungen, ja. Herbert Grönemeyer geht zum Ballett? Das glaube ich, ja. Da haben wir richtig was enthüllt hier. Ja. Was auf der Bühne so spielerisch aussieht, das ist das Ergebnis von jahrelanger und harter Arbeit, die in ganz jungen Jahren beginnt. Wer es hierher geschafft hat, der ist seinem großen Ziel ein Stück näher. Die Ballettschule von John Neumeier in Hamburg, ein Mekka für Tänzer aus der ganzen Welt. Auch Giordano und Christina haben dafür viel auf sich genommen. Der 16-jährige Italiener ist seit einem Jahr im Internat der Ballettschule. Die Eltern in Rom sind 1700 Kilometer entfernt, aber das stört ihn nicht. Christina tanzt seit ihrem 6. Lebensjahr. Für die 15-jährige Augsburgerin ist schon lange klar, dass sie nur eines möchte: tanzen. Ich weiß nicht, wenn ich tanze, dann fühle ich mich immer so frei und da vergesse ich immer alles, was alles passiert ist an dem ganzen Tag. Und das ist einfach so ein Gefühl der Freiheit und es macht mir immer wieder Spaß zu tanzen und ja. Der Ballettalltag verlangt vor allem eines: Disziplin. Die Kinder gehen tagsüber auf eine ganz normale Schule, anschließend wird trainiert. Bis zu 5 Stunden, 6-mal die Woche. Nur wenige, die so weit gekommen sind, brechen wieder ab. Es ist erstaunlich. Unsere Kinder kommen hierher, weil sie tanzen wollen, weil sie die Ausbildung machen wollen. Trotz Heimweh, trotz auch viel Stress bleiben sie hier, weil das ist deren Traum.
Ballettschule, Internat und Company sind im gleichen Gebäude. Der Nachwuchs hat die großen Stars immer vor Augen. Giordano und Christina müssen wie alle Schüler jedes Jahr eine Prüfung machen, um in die nächste Klasse versetzt zu werden. Wer es nicht schafft, muss die Schule verlassen. Doch daran mag Christina nicht denken, denn das Ballett ist ihr Leben. Ich glaube, an den Schuhen kann man ganz gut erklären, wie Ballett funktioniert. Wie häufig müssen Sie die Schuhe wechseln? Wie häufig brauchen Sie neue? Es hängt von dem Stück, welches ich tanze, aber kann jeden Tag wechseln und kann auch eine Woche halten. So. Aber länger als eine Woche nicht? Dann sind die ja, durch. Wenn es jeden Tag arbeitet in selben Schuhe, dann ich denke in einer Woche ist kann wegschmeißen. Wobei wir können also noch ein paar verlosen. Aber das erklärt natürlich, wie hart das ist. Kennen Sie die Hamburger Schule von John Neumeier? Ja, ja. Und wenn Sie das vergleichen mit Bolschoi, kann man das vergleichen? Ist das ähnlich oder? Ja, was ähnlicher und was wir auch haben so in selben Gebäude und klassische, ja. Aber Bolschoi ist härter, und, oder? Ich weiß nicht, ich habe niemals studiert in Hamburg Schule, aber die Sie Bolschoi war hart genug, so gesagt. In Deutschland klagt man über Ballettnachwuchssorgen. Also da kommen einfach zu wenig Kinder und wollen das lernen. Ist das in Russland immer noch so, dass ganz viele Kinder dahin wollen? Ja, viele. Mhm. Wie kommt das? Ganz viele. Ich weiß nicht, warum ist das. Und also, auch große Konkurrenz. Also die Begeisterung in Russland ist einfach... Vielleicht, die Begeisterung von dem Ballett vielleicht groß. Und wie war das bei Ihnen? Ab wann wussten Sie, ich will Ballerina werden? Ich denke, von wann ich war, 5, 6 schon. So früh? Ja. Ich möchte immer tanzen. Wussten Sie, was auf Sie zukommt? Wie hart das werden würde, wie anstrengend? Nein, in 5, 6 natürlich, ich hatte nicht gewusst, aber wenn ich Bolschoi Akademie gekommen bin, ich habe schon gewusst, ja, von ersten Tagen. Ziemlich schnell. Ja. Was hatten Sie für ein Bild von Deutschland? Also als Sie in Russland gewohnt haben, wie kam Ihnen Deutschland vor? Ja, eigentlich, ich habe sehr wenig gehört über Ballett in Deutschland. Mhm. So kranke, John Kranke Schule natürlich habe gehört. Und Wiener Bausch, ja, aber nicht. Ich könnte niemals vorstellen, dass ich tanze hier. Und wie war das auf einmal? Sie waren mit 17, 18 hier in Berlin ganz alleine, haben kein Deutsch gesprochen. Hatten Sie Heimweh? Zeit, ja, aber danach ist okay. Ja. Kennen Sie die Russendisco? Ich war ein paar Mal, nicht mehr. Und fühlt sich das an wie in Moskau? Ich war nicht oft in Moskau. Nein, weil war immer in Schule, studieren. Also Sie kennen Ihre Heimatstadt überhaupt nicht. Haben Sie hier Kontakte mit russischen Landsleuten? Eigentlich nur in Oper, so im Theater. Also Sie gehen jetzt nicht in russische Restaurants oder russische nicht Kneipen? Nicht so oft. Und ich habe auch viele Freunde von, sehr internationale Freunde, nicht nur von Russland. Ich weiß nicht, wie kommt das, aber ist so. Wie haben Sie sich in Berlin so eingelebt? Ist das Ihre Stadt jetzt, Ihre Heimat? Ja, ich fühle sehr wohl. Und fliegen Sie häufig zurück nach Hause zu Ihrer Familie? Ja, natürlich. Aber Ihr Bruder ist auch hier, ne? Ja. Wohnen Sie zusammen? Mein Bruder? Nein. Sie sagen das so entrüstet. Sie sind Familie. Ja, aber ich habe mein Leben und er hat sein Leben. Also, Sie haben, also als er hierher aber kam... Wir haben sehr gut Kontakt, natürlich. Ja. Heimweh haben Sie nicht mehr? Nicht mehr. Natürlich für meine Vater und meine Schwester, ja, aber so. Wenn Sie mal eines Tages nicht mehr so viel Ballett tanzen, wo möchten Sie dann leben? Was ist so der Traumort? Auf dem See. Ich mag sehr, sehr. Die See? Also das Meer? See, ja. Oder der See? Das Meer. Das Meer. Ja. Mhm.
Eher in der Sonne oder eher im... Sonne, heiß. Geht mir auch Strand, so. Ja. Wenn Sie mal Freizeit haben, dann machen Sie manchmal merkwürdige Dinge. Zu Ihrem 25. Geburtstag haben Sie sich gewünscht, einen Fallschirmsprung. Ja, ich hatte nicht gewünscht, es war einfach ein Geschenk. Sie sind gezwungen worden. Ja, ja, aber ich möchte probieren, ob schaffe ich das oder nein. Aber hatten Sie da nicht Angst um Ihre kostbaren Beine? Dass Sie sich die brechen bei der Landung oder so? Aber ich habe nicht allein gesprungen mit dem Instructor. Aber sind Ihre Beine, ist Ihr Körper versichert eigentlich? Also wenn Ihnen irgendwas passiert, wenn Sie sich ein Bein brechen oder so, bezahlt dann eine Versicherung? Fußballer versichern Ihre Beine. Es gibt solche manchmal. Versicherungen. Aber ja, Sie haben keine. Ich habe keine. Ich auch nicht. Das machen Sie dann als nächstes, oder? So kopfüber. Machen Sie nicht? Also machen Sie das nochmal, das Fallschirmspringen? Nein, hat sich das ist genug. Es war nur dieses eine Mal. Ja. Eins interessiert mich ja noch, was Sie machen. Das ist ja absoluter Leistungssport. Natürlich ist es auch Kunst, aber es ist auch Sport. Sind Sie häufig beim Arzt, beim Orthopäden? Ja, zum Glück. Ich hatte nicht so viele Probleme, aber manchmal, wenn ich habe einen Krämpfe oder ich brauche Massage und so. Das geht ja noch. Aber Ihre Knochen, ich sag mal Knie, Knöchel, Rücken, das wird ja alles extrem belastet. Ja. Ist das ein Problem für Sie? Für jetzt ja. Nicht. Aber vielleicht, wenn ich älter werde, dann vielleicht fühle ich. Das wollen wir nicht hoffen. Wir kommen zu unserem knallharten, typisch Deutsch-Quiz. Zwei Antwortmöglichkeiten und Sie entscheiden sich für eine. Was sind Sie eher, der schwarze oder der weiße Schwan? Schwarz. Oho, Natalie Portman oder Audrey Hepburn? Pauline Simonova. Was tragen Sie lieber, Tütü, den Ballettrock oder Jeans? Jeans. Okay. Berlin oder Moskau? Berlin. Okay. Jetzt, im Moment. Berlin. Tag oder Nacht? Tag. Wodka oder Wasser? Wasser. Das mussten Sie jetzt sagen. Vielen Dank, Polina Semjonova. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen mit Polina Semjonova. Haben wir gesprochen über Exil, Ehrgeiz und Extremsport. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin.